Projekt ist das mit Abstand längste Projekt, was wir hier auf diesem Kanal je hatten. Und zwar haben wir einen Minecraft-Server aufgemacht, wo ihr 100 Tage lang spielen konntet. Keine 100 Ingame-Tage, by the way, sondern echte 100 Tage. Das Projekt ging also über 3 Monate lang. Und zwar habt ihr auf einem Server, der 100 Tage online war, 100 Tage Survival gespielt. Es gab quasi nur eine Regel, und zwar, dass Griefing nicht erlaubt war. Ansonsten durfte man in den 100 Tagen machen, was man will. Das Experiment war es einfach nur zu gucken, wie der Server nach 100 Tagen aussieht. Und das gucken wir uns heute an. In dem Sinne, Freunde, ich würde sagen, ihr könnt gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen und unterstützen. So verpasst ihr auf jeden Fall keine Videos mehr, denn wir laden jetzt immer Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag hoch. Deswegen abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da, wie euch das Ganze gefallen hat und ob wir sowas Ähnliches mal wieder machen sollen. Außerdem, Freunde, wenn ihr bei sowas mal live dabei sein wollt, könnt ihr gerne auf Twitch vorbeischauen. Das streame ich so gut wie jeden Tag. Und jetzt, Freunde, viel Spaß mit diesem XXL-Langzeitprojekt. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, 100 Tage Survival fängt jetzt an. Wir gucken vielleicht so die ersten 20 Minuten zu. Aber danach wird der Server einfach 100 Tage laufen und ihr könnt einfach normal spielen, okay? In dem Sinne, 100 Tage, let's go. Es geht los. Let's go. Das sind die ersten Schritte von dem 100 Tage Survival. Ey, wir werden einfach über 3 Monate wird hier Progress gemacht. Wir werden jetzt hier drauf sein und über 3 Monate nicht. Und dann auf einmal kommen wir wieder drauf und alles ist anders. Ja, das wird so sick. Ich hab so Bock. Okay, das Dorf werden wir safe nie wiedersehen. Digga, das ist nach 100 Tagen ja sowas von weg. Das Ding ist, hier ist der Spawnpoint. Ich überlege, ob wir hier irgendwo, wo die neuen Spieler halt spawnen, irgendwie Bedrock hinmachen, damit man da nicht irgendwie gegrieft werden kann. Aber ich denke, wir lassen es einfach. Generell zu Regeln. Spawn-Trappen ist nicht erlaubt. Griefing ist auch nicht erlaubt. Also wäre zumindest cool, wenn ihr nicht absolut alle weggrieft und den Leuten den Spielspaß versaut. Und PvP ist jetzt für den Anfang erstmal aus. Aber nach so einer Woche oder vielleicht nach 2 Tagen machen wir es auf jeden Fall an. Plus, jetzt am Anfang ist auch noch Keep Inventory an. Vielleicht machen wir das nach der Zeit auch aus, aber erstmal ist es an. Okay, warte, wir tippen uns mal rum. Okay, hier wird auf jeden Fall erstmal, hier werden erstmal Meter gemacht und wird ein schöner Ort gesucht, weit weg vom Spawn, I guess. Ich glaube, das werden jetzt eh die meisten machen. Die meisten werden jetzt erstmal vom Spawn weggehen und werden so ein bisschen rumlaufen und sich ein Plätzchen suchen. Das glaube ich, werden die meisten machen. Erstmal so ein bisschen chillen und so. Wir gucken nochmal zum Spawn. Ich will ihn nochmal einmal sehen. So, hier das Dorf nochmal rein, weil wir werden jetzt schon gehen. Gleich gucken wir so in 30 Tagen rein oder so in ein paar Tagen wieder. Ich denke aber nicht. Ich denke, wir werden jetzt einfach gehen und werden den Server 100 Tage laufen lassen. Weil ich meine, wir können ja da auch gar nicht so viel spectaten, weil die ganz, ganz kranke Sachen sieht man ja erst sowieso dann am Ende nach 100 Tagen. Das heißt, ich würde den Server jetzt ab hier 100 Tage gedeihen lassen und wir gucken einfach, was dann passiert. Wie der Spawn aussieht, wie alles aussieht, das gucken wir dann. Wir gucken es nach 100 Tagen an. Wir gehen drauf. Plus, die Leute, die drauf gespielt haben, konnten auch alle ihre Koordinaten einschicken im Discord. Das heißt, wir gucken uns alles an. Alter. Welches Biom sind wir? Desert. Wir sind hier in der Wüste, die hier war. Ey, stabiler Spawn. Alter, wir fliegen mal noch. Warte, wir fliegen mal nach oben ein bisschen. Alter, was ist das? Wait, aber das ist nur der Spawn. Ich glaube nicht, dass überall so aussieht. Alter, man erkennt ja. Warte, wo war das Akazienbiom? Warte, wir gucken kurz. Desert, River, Plains. Hier! Leute, man sieht's noch. Hier ist das Akazien-Dorf. Da stehen sogar noch Häuser und so. Häuser, eine riesige Wand. Chillig. Wir gucken erstmal den Spawn-Bereich an und dann gucken wir uns den Rest an. Alter. Aber ich muss ehrlich sagen, hier ist noch alles in Ordnung. Hier sieht's gar nicht so wild aus. Also das hier natürlich schon. Das Dorf ist auch komplett weg. Hier ist der Nether. Hier ist wieder so eine riesige Treppe. Hier sind mehrere riesige Treppen. Also der Spawn ist grauenhaft. Das muss ich sagen. Alter, was macht ihr hier? Ich sag mal so, der Spawn ist grauenhaft, okay? Da brauchen wir nicht drüber streiten. Der Spawn ist grauenhaft. Das hier ist auch grauenhaft. Aber ich glaube, es gibt vielleicht auch die ein oder andere nicht so grauenhafte Stelle, denn ihr hattet ja 100 Tage Zeit. Das heißt, ihr konntet auch 100 Tage lang weglaufen und 100 Tage irgendwo, wo keiner ist, was bauen. Das heißt, ich glaube, wir werden auch auf das ein oder andere coole Gebilde stoßen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde, dafür, dass es 100 Tage lief, ist der Spawn zwar scheiße, aber noch relativ in Ordnung. Wir gucken noch ganz kurz den Nether an. Ja, aber es geht. Okay, es geht. Ja, okay. Ja. Oh, Digga, hier sind sogar so Highways. Als ob hier so Highways sind wie auf 2v2t. Als ob. Okay, die ersten Koordinaten sind auf jeden Fall relativ weit weg. Minus 80.000 und 40.000. Holy shit! Alter, was wurde hier denn alles gebaut? Junge, das ist actually krank. Holy shit. Okay, das ist von, warte, das ist von Max. Max mit Maulkorb ist das. Er hat das Ganze hier gebaut. Okay, wir haben hier einmal stabile Haus. Hier Enchanter. Hier geht's nach unten in so Öfendinger. Hier unten sind so
Zombie-Villager. Hier Tiere-Farm. Hier ein riesiger Pilz, wo man reinkommt und hoch kann. Und hier, Junge, das sieht krank aus. Hier ist Big Tempel mit einem Goldbeacon, glaube ich, drin. Der aber geklaut wurde. Warum ist der Beacon weg? Egal, der Beacon wurde geklaut. Aber der Rest hier ist sehr, sehr nice, Alter. Die Brücke auch. Sehr, sehr cool. Hier ist noch eine Statue. Alter, sehr, sehr nice. Und hier ist noch so ein Weg. Der führt hier zum Nether. Und dann hier noch weiter. Hey, hier haben ja voll viele Leute gebaut. Hä? Jung, oha! Hä, wie viele Leute sind hier? Hier ist noch irgendwie so ein Haus. Aber ich glaube, es wurde gegrieft hier, oder? Hier ist, glaube ich, ein bisschen kaputt. Hier ist ein riesig... Was ist das? Hier ist ein riesiges rotes Loch. Hier ist auch nochmal so ein kleines Häuschen. Hier sind auch nochmal so Tiere. Okay. Ich glaube nicht, dass es real ist, sondern ich glaube, dass das geduped wurde. Aber wir hatten auch nicht verboten, dass man Sachen duped. Ist der von innen hohl? Vielleicht ist er doch real. Wäre von innen ausgefüllt, hätte ich gesagt, Cheat. Aber so, es kann, ich glaube, der ist real. Weil der ist innen hohl. Dann haben wir hier noch so kleine Base. Sachen, die noch gemacht werden müssen. Alter, die sind nicht mehr fertig geworden mit dem, was sie machen wollten. Hier ist dann nochmal Rip Andrin. Du bist einfach von der Schule geflogen. Scheiße, Digga, der Arme. Guck mal, hier ist nochmal ein Netherite Beacon. Ja, okay, das ist zu 100% geduped. Aber hier sind überall so 1000 Beacons, Alter. So kleine Häuser und so richtig coole Basen überall. Aber hier unten sind auf jeden Fall auch so automatische Farms und so Basen und so Stuff. Okay. Ansonsten haben wir hier unten, glaube ich, sehe ich jetzt nicht mehr, außer so kleine Basen halt, I guess. Okay, und ansonsten hier noch so ein Haus. Ist aber, glaube ich, alles noch nicht so richtig fertig geworden. Hier sind auf jeden Fall auch so kleine Lager. Hier ist ein riesiger Glasturm ohne Sinn. Und ansonsten, glaube ich, war es das aber mit hier, oder? Also ich glaube, hier ist sonst... Alter, coole Berge. Hier so sonst in der Umgebung ist nichts mehr. Ich glaube, wir haben hier alles gesehen. Okay, dann nächste. Boah, die ist 100.000 Blöcke weg. Looks like Moritz. No way. Digga. Er hat einfach einen Wassertempel ausgeleert. Oh, Junge, was passiert hier? Er hat den Wassertempel komplett leergelegt von Wasser. Digga, wir wundern uns, warum der Server laggt. GG. Und hat da seine Base reingebaut. Gelabpferd, Netherite-Rüstung. Hier hat er halbe Armee stehen. Der steht auch auf dem Kopf. Überall ist Stuff. Alles ist random. Und hier unten geht es in seine Base und er hat tausende Schalker und so. Das ist schon cool. Was ist das hier? Eine Müllkiste oder so. Aber das ist seine Base. Und die sieht, ehrlich gesagt, sehr, sehr cool aus. Oha, guck mal, das ist eine unterirdische Base. Nicht mal weit weg, guck mal. Da ist sogar noch so ein bisschen gegrieft vom Spawn. Wir sind hier bei 6400 und 800, das geht noch. Guck mal, hier geht dann so... Er hat extra zugebaut. Hier geht man so runter in seine Undercover-Base. Hier mit so Pandas, Pferden, so Naturraum. Dann hat er hier so ein bisschen Farm. Und hier Enchanter-Öfen und hier sein Kistenlager und lauter Stuff. Junge, die haben alle so viele Schalker. Das ist cool. Ist eine kleine, chillige Base. Also, das Ding ist, er ist halt nicht weit weg vom Spawn gewesen. Konnte sich wahrscheinlich auch mit vielen Leuten... Alter, Tinkerbell. Konnte sich wahrscheinlich auch mit vielen Leuten treffen und so. Und deswegen ist halt relativ nah am Spawn. Aber sehr, sehr coole unterirdische Base. Okay, nächste Base von Phoenix. Oh, er hat einen Village rangebaut. Guck mal, das ist hier ein Village. Da ist er noch nicht fertig geworden, was auch immer das hier werden soll. Hier so ein kleines Haus. Man hat hier so Axolotls, hier so Farm, Enchanter und ein kleines Häuschen. Chillig. Und hier genau das gleiche. Ja, aber das ist die Base hiervon gewesen. Chillig, an so einem Dorf einfach. Okay, das hier sind zwei. Einmal eine Skybase und eine Drachenbase von Stony... Rein. Okay, die Skybase ist relativ nah am Spawn. Oha, als ob die nicht gegrieft wurde. 1800 und minus 1100. Holy shit. Zwei fliegende Inseln mit so ein bisschen Stuff. Cool. Hier so eine Brücke rüber. Junge, einfach so ein Baum, wo man rein kann und dann sind hier Chickens. Und hier oben auch so eine Base. Das ist sehr, sehr cool, Alter. Das ist sehr, sehr cool. Und oben ist noch ein Beacon. Das ist saugeil. Oha, ein Big Pilzdorf. Guck mal, mit so Windmühle. Hier so Pilzhaus. Hier Pilzhaus, da Pilzhaus. Pilzbrunnen, Pilzhaus. Das ist cool. Und er hat hier so ein kleines Pilzdorf aufgeschlagen. Das ist ehrlich cool. Sehr, sehr schön auch. Sehr, sehr schön. Okay, wir kommen zu der Base von Shisui und Nicole. Okay, das habt ihr nicht. Nein, Digga, was habt ihr denn... Alles von Hand gefarmt nie im Leben. Nie im... Junge, wahrscheinlich. Das habt ihr vor... Nein. Digga, nie im Leben habt ihr das per Hand gemacht. Habt ihr das auch per Hand gebaut? Ich hab gefarmt, Shisui hat gebaut. Ihr habt das wirklich per Hand gefarmt und per Hand gebaut? Junge, der... Ich kann nicht mal alles rendern. Holy shit. Ihr habt hier einfach so ein Drachen... Dings, WTF? Junge! Junge, okay, das ist richtig heftig. Junge, der ist einfach von innen hohl. Man kann da einfach durchlaufen. Ja, okay, das ist...
das ist krank. Das ist bis jetzt das Krasseste, was wir gesehen haben. Okay, und hier unten ist noch so eine Base dann. Junge, imagine, ihr hättet das gebaut und es wird einfach gegrieft. Junge, er hat seine Base bei einer Million gebaut. Hier ist ein Dorf, was er selber gebaut hat. Hier das ist auch alles selber mit so Brunnen. Und hier ein riesiges Feld. Und hier so Berge rundum. Not bad. Stabile Base. Okay, nächste Base von ein Fluff. Okay, ich glaube, das wird ein bisschen mehr, Alter. Oh mein Gott. Okay, wir haben hier zwei Atomkraftwerke. Hier so Parkplatz mit Straße und so Häusern. Hier so riesige Burg einmal. Hier so fliegende Bienen. Hier ist auch eine riesige Burg. Hier ist ein Relaxo. Junge, einfach das Suro-Relaxo. Chillig. Hier ist auch noch so ein kleines Häuschen, wo man reinkommt. Warte, hier war eine Treppe. Boah, die Base hier sieht cool aus. Guck mal, so Geheimgang, dann kommt man hier rein. Und hier war irgendwo, guck mal hier. Die haben eine ganze Map von all denen. Das ist die ganze Base von denen. Das ist not bad. Aber Junge, das ist echt krass. Ihr habt hier echt, das ist eine huge Base. Wir können halt jetzt nicht alles im Detail angucken. Aber das ist schon not bad. Okay, nächste Base von Chaffa. Alright, 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 alrighty. Wir haben hier einmal Survival. Doch, es ist alles Survival gebaut. Nochmal. Es ist alles Survival, nichts Game Mode oder so. Hier ist ein Magierturm. Der sieht fresh as fuck aus. Das erinnert mich an so eine SG-Map. Dann hier nochmal so eine Höhle, die sehr, sehr cool aussieht, die auch bis nach unten geht. Hier ist ein huge XXL-Kistenlager. Dann haben wir hier noch so ein Waisenfeld mit Windmühle. Hier so ein kleines schönes Häuschen. Hier so Weg. Hier haben wir Big Burg mit Full Beacon da in der Mitte mit 1000 Sachen, Alter, chillt mal. Überall so kleine Häuser, so einfach schon ein eigenes Dorf gebaut. Sehr, sehr stabile Base. Hier oben ist noch so gefühlt Rathaus. Das ist sehr, sehr cool geworden auch. Ich muss ehrlich sagen, hier haben voll viele Leute voll coole Sachen gebaut. Zusammen haben wir circa 21 Real-Life-Tage gesuchtet. Okay, das sieht schon sehr, sehr cool aus, muss man schon sagen. Mit so hier so Löwenjunge. Hier geht's rein. Huge Tempel, Alter. Boah, das sieht schon cool aus. Das ist schon Baba. Ich habe keine Ahnung, wie man hier hochkommen soll. Aber Eingang, okay. Aber das ist schon sehr, sehr cool, Alter. Boah. Junge, hier auch ein halbes Aquarium gebaut. Guck mal, hier oben ist auch noch so Main Hall. Junge, wie das von oben. Da ist noch was Rundes. Aber das ist nicht ganz fertig geworden, glaube. Da fehlt der Weg noch. Boah, aber das sieht auch krass aus. Aber hier ist nichts. GG. Das ist schon krass. Das sieht auch von innen sehr, sehr nice aus. Junge, hier Fitnessstudio einfach. Boah, aber das ist schon auch eine sehr, sehr stabile Map. Sehr, sehr, stabil, sehr, sehr stabil. Okay, das ist die Base von Chili04. Oha, die haben auch ganze Stadt gebaut. Okay, die haben ganze Stadt gebaut. Oha, Junge. Boah, hier Big Riesenbaumhaus. Okay, sehr, sehr cool. Hier überall so fette Stadt gebaut. Ihr könnt euch die Map ja auch runterladen und alles selber auch angucken, ne? Die Map wird es zum Download geben. Aber ist sehr, sehr krass. Ist sehr, 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 sehr krass. Junge, guckt euch mal die Häuser an. Die sehen alle so baba aus. Das ist safe auch. Gibt es irgendwie eine Stadtwand oder so, wo man sieht, wer hier mitgebaut hat? Haben doch auch safe mehrere Leute gemacht, oder? Boah, guck mal, wie cool das hier aussieht. Ah, hier. Bay von Spark of Nix, Chili, Mabo, Tri-Ranker, Nano, Buddelfritze, Bene, Leine, Quixi und Ben Not Found. Das haben die alles gebaut. Boah, sehr, sehr krass. Okay, das ist Burg 1. Oha! Tschüss. Nur 2700 Blöcke weg vom Spawn. Okay, coole Burg. Sehr, sehr stabile Burg, ehrlich. Sehr, sehr krass, Alter. Holy shit. Stabile Burg. Dann Burg 2. Okay. Okay. Yo, holy shit. WTF? Okay, das ist crazy. Burg 2, aber das sieht mir alles nach Schematiker aus. Ich glaube, das ist alles Schematiker, ne? Weil es auch von innen so hohl ist. Aber wenn es... Oder vielleicht ist es auch selber gebaut. Kann auch sein. Aber ist schon sehr, sehr krass. Okay, das ist die Base von Tino. Der hat hier Big Nether Schwert Portal gebaut. Cool. Hier eine Brücke. Hier ist voll viel Freifläche. Da wollte safe noch jemand hinbauen. Hier ist so ein weißes Haus. Ist auch so ein Riesenhaus, Alter. Sieht auch fresh aus. Und dann ist hier so ein Typ, der einen Stein rumträgt. Ist von Attack on Titan, dieser Affe. Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein Brunnen. Hier ist ein Haus. Hier ist ein Haus. Hier ist ein Haus. Hier ist eine Kirche. Hier ist ein Haus. Hier ist ein Knochengolem und ein Melonengolem. Hier ist eine... Oh mein Gott. Hier ist einfach eine XXL-Kaktusfarm. Digga, die geht legit bis unten. Ne, die haben hier riesige Kaktusfarmen auf jeden Fall gebaut und unterirdisch hier auch nochmal so ein bisschen. Ne? Jeder hat hier unterirdisch seine eigene Base, glaube ich. Sehr, sehr krass. Ey, ich find's echt krass, muss ich ehrlich sagen, wie viele Leute sich hier hingesetzt haben und wirklich hier gegrindet haben und gespielt haben. Echt krank. Ehrlich krank. Wow, er hat hier ein schönes Schiff gebaut und hier am Strand so eine Kirche und so ein kleines Dorf mit Brunnen aufgebaut, mit einem Beacon in der Mitte. Und das, die haben hier gebaut, Bombi Bowser, Henry und Joje 5. Die haben das hier gebaut. Cooles, kleines, chilliges Dorf, mit Freunden hier ein bisschen gegrindet, auf dem Server gespielt. Sehr, sehr cool, haben hier auch noch so eine Dripstone-Höhle gebaut oder vielleicht war die auch. Ja, sehr, sehr cool. Oh, holy shit. Okay, erstmal hat er hier ein schönes Örtchen rausgesucht. Dann hat er hier wahrscheinlich Erde aufgedingst. Ja, sieht man. Und dann ist hier, ist das das weiße Haus? Was ist das? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Big Brunnen, Straße,
Und hier ein Big House. Keine Ahnung, was es ist. Aber ich glaube, ich schätze mal, es soll das weiße Haus sein oder so. Auf jeden Fall sick. Plus, er hat ein Drachenei. Not bad. Und er hat hier ein riesiges Haus gebaut. Okay. Die Base von Mo. Holy shit. Ein Mesa-Biom. Okay, das ist cool. Keiner würde seine Base in einem Mesa-Biom bauen. Und er hat hier so eine Mesa-Biom. Mesa-Biom-Mauer rumgezogen, wo so ein Graben ist. Und in dem Graben ist die Base. Hier ein Gemeinschaftshaus, hier ein Haus. Kaktus überall. So kleine Stände. Nether-Portal. Hier ist ein Aufzug, wo man hier hochkommt. Hier so Ausschau-Ding. Hier so überall so Sachen zum Farmen. Hier hinten ein Riesenhaus. Sehr, sehr cool. Und hier oben halt auch lauter coolen Stuff. Jeder hat hier seine Base. Briefkassen. Sehr, sehr cool, Alter. Junge, das ist echt cool, das fühle ich. Oha! Okay, das ist cool, das ist cool. Er hat hier so Rundungen gebaut, wo man hier so reinkommt. Hier tausende Kisten mit seinem Stuff. Und hier so ein Nether-Portal und da oben auch so ein Turm, so Magier-Turm-mäßig. Sehr, sehr cool und clean, stabile Base. Hat was. Ist cool. Hier unten hat er auch noch Weißenfeld und so. Ja, ist sehr, sehr nice. Ich finde echt krass, was die Leute hier alles gebaut haben. Das war die Base von Mr. Kokomüll, ihren Mann. Okay, Buellino ist dran. Gebaut von Buellino und Drummer. Oha, so ein Mesa-Dorf. So, oh! Ne, auf so Wilder Westen-Style. Aber ist, glaube ich, nicht fertig geworden. Das soll so auf Wilder Westen angelehnt sein. So Hütten und so. Western-Dings. Ja, genau. Aber ist, glaube ich, nicht fertig geworden. Aber die Idee ist cool. Vor allem, das passt ja auch sau rein in das Mesa-Biom. Ist cool, aber ist halt leider nicht fertig geworden, I guess, ne? Oh, es ist hier. Das, der hat hier ein Endportal freigebaut und hat das hier so reingemacht. Und hat hier seine... Junge, wie viele Schalker. Und hat hier seine Base gebaut. Junge, WTF, Alter. Okay, der Bro ist ein bisschen eskaliert. Der Bro ist ein bisschen eskaliert. Ja, aber sehr, sehr cool. Ey, wir gucken mal ganz kurz ins End. Das interessiert mich jetzt echt. Ey, chilliges End, Alter. Das geht aber noch. Okay, geh Lego. Für das hier tippe ich mich dahin. Eieieiei, aber das war's auch hier, ne? Mehr ist hier nicht. Mehr ist hier einfach nicht. Wow. 16.000 Blöcke weg und er hat hier einen Berg reingebaut. Turm ist noch nicht ganz fertig und er hat hier so eine Underground Base. Hier geht Treppe runter. Hier hat er big gefarmt, Alter. Aber es ist eine kleinere Base. Bisschen klein. Mein Bro, wenn du es noch spielst, dann schreib mir hier. Sage. Oh nein. Da hat jemand aufgehört zu spielen. Scheiße, Digga. Aber coole Base. Okay, aber Chat, wir sind durch. Wir sind actually durch. Sehr, sehr nice. Und wirklich Ehre an jeden, der da irgendwas gebaut hat. Ist sehr, sehr krass. Ist sehr, sehr nice, dass ihr 100 Tage durchgegrindet habt. Ich glaube, es waren auch immer Leute auf dem Server. Also es gab bestimmt auch mal die Zeit, wo keiner drauf war. Aber sehr, sehr nice. Ja. Und ich finde aber wirklich das Krasseste war das. Das ist schon ehrlich das Heftigste. Das ist schon das... das war schon krass. Ey, aber ich muss echt sagen, ein sehr, sehr geiles Projekt. Und sowas machen wir nochmal. Vielleicht, also nicht nochmal genau das gleiche 100 Tage so, sondern vielleicht irgendwie ein bisschen anders. Aber sehr, sehr cool.